Wir haben ein Areal im Gehirn, den sogenannten Nucleus Accumbens, das ist unser Belohnungsareal. Und dieses Areal schüttet immer dann Dopamin aus, wenn wir eine Belohnung haben. So, und das ist der Reiz, den wir immer wieder und immer wieder und immer wieder haben wollen. Das ist auch das Areal, ne, auf das Kokain und sowas alles wirkt. Das macht süchtig, dieser Belohnungsreiz. Nicht umsonst sind auch manche Leute, ne, shopping-süchtig. Denn wenn wir etwas kaufen, was unsere Bedürfnisse befriedigt, wird dieses Areal getriggert. Kunden kaufen Belohnung. Und es ist total egal, ob es dabei um Schokoriegel geht oder ob es die 3 Millionen teure Maschine im B2B-Bereich ist. Kunden kaufen Belohnung. Okay, ich habe euch heute einen Schatz mitgebracht. In dieser Schatztruhe ist etwas, von dem die meisten den Wert total unterschätzen. Die einfach gar nicht wissen, wie viel das wert ist. In dieser Schatztruhe ist etwas, was für viele Unternehmen der Grund ist, warum sie scheitern oder warum sie insolvent gehen. In dieser Schatztruhe ist der Grund, ob eure Kunden euch hinterherlaufen oder ob ihr euren Kunden hinterherläuft. Ach, schade, ich habe gedacht, Gisa, du zeigst uns mal was hier, was so richtig spannend ist, was ich noch nie gehört habe. Vorher haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört, so Marke, ich gehe doch mal raus einen Kaffee trinken. Wartet ganz kurz, bevor ihr Kaffee trinken geht, bis ihr folgende Zahlen gesehen habt. So, das ist ein Graph, da geht es darum, wie sich Unternehmen entwickeln im Schnitt von 10 Jahren. Und diese Studie wurde durchgeführt über sämtliche Branchen hinweg, also große, kleine Unternehmen. Und ihr seht hier schon die Unternehmen, die jetzt ansonsten alles richtig machen und aber nicht in Werbung investieren und auch nicht in ihre Marke, die wachsen trotzdem im Schnitt über diesen Zeitraum, wenn sie sonst einen guten Job machen, im Schnitt um 21%. So, dann haben wir noch die, ich nenne die immer viel Holz, wenig Hütte, die machen viel Werbung. Also investieren einfach immer wieder in ihre Sichtbarkeit, haben aber nur eine sehr schwache Marke. Also kann ich eigentlich, ich kaufe deren Produkte, aber ich kenne die Marke jetzt nicht wirklich. Die wachsen um 27%. So, jetzt zeige ich euch mal die, wir nennen die die Souveränen. Die haben eine starke Marke. Ich mache es jetzt mal so einfach, weil wir das alle kennen. Denkt mal so an Miele. Ne, so eine Miele-Waschmaschine. Die haben schwache Werbung, die Werbung von denen wollt ihr nicht sehen, aber eine starke Marke, 76%. Und dann haben wir noch die Überflieger, die haben eine starke Marke und starke Werbung. Das ist eine interessante Zahl, finde ich. Und wenn der Wert deines Unternehmens vom Wert deiner Marke abhängt, sollte es auch dein Ziel sein, dass du die volle Kontrolle über die Markenaktivitäten hast. Also da steht nicht Marketingaktivitäten, ne? Über die Markenaktivitäten. So, ich will mit euch jetzt noch einmal angucken, der Unterschied, was wir immer so sagen, der Unterschied zwischen Werbung oder Promotion oder vielleicht auch Performance und Marke. Also Ziel ist es ja immer, wir wollen das Unternehmen, ne, dass das Unternehmen wächst, wir wollen ordentlich Geld verdienen, möglichst auch so steil. Ich weiß nicht, bei wem das jemals schon mal so geklappt hat, aber so steil wäre cool. Und um das zu erreichen, müssen wir halt immer höher springen. Wir müssen immer höher springen und immer mehr machen, um diesen Umsatz zu erreichen. Das ist doof, sowas machen wir. Wir führen eine Marke ein und wir sagen immer, Marke ist wie eine Art Sprungbrett, was man nutzen kann. So. Irgendwann muss ich halt nicht mehr so hochspringen dann. Ich muss nicht mehr so hochspringen, ich kann meine Marke nutzen wie ein Sprungbrett. Und das Wichtige ist jetzt, eine Marke aufzubauen, dauert Zeit. Während ich kurzfristig, wenn ich Werbeaktivitäten mache, da sehe ich ja sofort mein Ergebnis. Das ist auch der Grund, warum viele sich mit Marke so schwer tun. Das ist dieses, ne, was wir Menschen kennen mit dem Zinseszinseffekt. Ich will lieber Instant-Ergebnisse sehen. Ich will sofort sehen, ah ja, ich habe hier was investiert, kriege ich sofort was raus.
Das geht bei Marke nicht. Marke muss wachsen. Und damit ich dann irgendwann meine Früchte auch ernten kann, muss ich da erst investieren in Marke. Deswegen ist das immer nicht so ganz beliebt, dieses Thema Marke. So, also wir sagen, Marke steigert nicht nur deinen Unternehmenswert, sondern letztendlich auch deine Effizienz. Wenn du eine bekannte Marke hast, kommen Kunden von alleine zu dir. Du musst nicht mehr in die Akquise gehen, weil die Leute wollen auf einmal gerne mit dir zusammenarbeiten. Komm zu dir. Deine Mitarbeiter kommen auch zu dir. Musst du auch nicht mehr so viel in Werbung investieren. Ne? Sind wir wieder. Die kommen von alleine zu dir. Und was auch interessant ist, deine Leistung wird auch viel mehr wert. Wenn du eine Marke bist, die attraktiv ist, zu der die Leute wollen, kannst du deinen Preispunkt anheben. Also macht durchaus Sinn, in Marke zu investieren. So, jetzt bin ich ja die Neuro-Uschi hier immer. Und was hat Marke jetzt mit Neuroscience zu tun, wenn wir darüber reden? Wenn ich von Marke rede, dann denken die meisten Leute an sowas hier, ne? So ein Logo halt, vielleicht noch Geschäftsausstattung, ein paar bunte Aussteller, irgendwie Marke, fertig. Da kriege ich grüne Pickel, wenn mir jemand erzählt, das ist eine Marke. Nein, das geht gar nicht. Also nein, das ist keine Marke. Das hier ist eine Marke. Marke ist ein Assoziationsnetzwerk, was eure Kunden im Kopf haben, nicht was ihr im Kopf habt, was eure Kunden im Kopf haben. Die Assoziation, die eure Kunden mit euch haben, das ist eure Marke. Und unser Job im Marketing ist es, wenn wir auch Marke bauen wollen, diese Assoziation zu kuratieren. Ich sag mal, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Wir wollen nur die guten Assoziationen und wir möchten gerne, dass unsere Kunden genau das kriegen von uns, was sie letztendlich wollen. So, jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie machen wir das denn mit den Assoziationen? Wie sorgen wir denn dafür, dass die Assoziationen auch in den Kopf unserer Kunden kommen? Also ich habe da eine ganze Menge Ideen, was meine Kunden für Assoziationen haben sollen, aber wie kommen die denn jetzt in den Kopf meiner Kunden? So, und wir sagen da in der Neuroscience immer, what fires together, wires together. Also Assoziationen, die miteinander, die gleichzeitig aktiviert werden, die stellen eine Verknüpfung dar. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich gehe mit meinen Freundinnen, gehen die Neuronen hier an, Kaffee trinken, gehen diese Neuronen an und dann wird eine neuronale Verknüpfung hergestellt. Das ist so, als ob ich durch ein Maisfeld gehe, ne, und mir erstmal so einen Weg bahne im Maisfeld. Je häufiger ich das mache, ne, also wieder Kaffee, hier diese Neuronen, Freundin, diese Neuronen, neuronale Verknüpfung wird hergestellt, je häufiger ich das mache, desto breiter wird dieser Pfad, durch den ich laufe. Und es ist irgendwann kein Trampelpfad mehr, sondern wir nennen das immer, ich bin auf einer sogenannten neuronalen Autobahn unterwegs. Dann sehe ich nicht nur Kaffee, sobald ich Kaffee sehe, denke ich sofort an meine Freundin, innerhalb von Millisekunden. Das ist kein bewusster Prozess, sondern innerhalb von Millisekunden habe ich diese Assoziation. Und das ist genau das, was wir mit euren Marken erreichen wollen. Die Kunden sollen eure Marke sehen und sollen sofort die richtigen Assoziationen dazu haben. So, so sehen Neuroautobahnen übrigens bei euch in echt aus, wie die sich bauen. Das Interessante ist, diese Neuroautobahnen, die werden auch weniger, wenn wir diese Assoziationen nicht bespielen. So, jetzt ist das große Problem, was wir haben mit diesen Assoziationen und wie ich die aufbaue und sowas alles. Die meisten Kunden, die wir haben, die wissen überhaupt nicht, was ihre Kunden denken sollen. Die wissen überhaupt nicht, was die wichtigsten Assoziationen sind, die sie eigentlich bedienen wollen. Die sagen mir erstmal, naja, die sollen meine Produkte kaufen. Also, die sollen uns irgendwie gut finden und wir sollen vielleicht günstig oder sowas sein. Kunden kaufen nicht eure Produkte. Kunden kaufen auch keinen Nutzen. Auch das ist ein Mythos, den wir ja immer lange hören. Kunden kaufen auch keinen Nutzen. Was kaufen Kunden? Kaufen Kunden Belohnung. So, wir haben ein Areal im Gehirn, den sogenannten Nucleus accumbens. Das ist unser Belohnungsareal. Und dieses Areal schüttet immer dann Dopamin aus, wenn wir eine Belohnung haben. So, und das ist der Reiz, den wir immer wieder und immer wieder und immer wieder haben wollen.
das ist auch das Areal, ne, auf das Kokain und sowas alles wirkt. Das macht süchtig, dieser Belohnungsreiz. Nicht umsonst sind auch manche Leute, ne, shopping-süchtig. Denn wenn wir etwas kaufen, was unsere Bedürfnisse befriedigt, wird dieses Areal getriggert. Kunden kaufen Belohnung. Und das ist total egal, ob es dabei um Schokoriegel geht oder ob es die 3 Millionen teure Maschine im B2B-Bereich ist. Kunden kaufen Belohnung, die kaufen keinen Nutzen. So, ich habe euch mal ein Beispiel dafür mitgebracht. Also es geht bei dieser Belohnung, das Belohnungsareal triggert immer dann, wenn unbewusste Bedürfnisse, die wir haben, erfüllt werden. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ich komme aus einem kleinen Dorf, aus einem sehr kleinen Dorf ursprünglich, und wenn ihr mich so anguckt, ich bin jetzt ja auch nicht mehr so der ganz jüngste Jahrgang. Also in diesem Dorf, aus dem ich kam, wir hatten ein Highlight bei uns im Dorf, das war ein Kino. So ein richtiges Dorfkino. Und ich kann mich erinnern, vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch daran erinnern, an die alte Camel-Werbung. Ne, Camel hatte so Camel-Männer, so ähnlich wie die Marlboro-Männer, aber die Camel-Männer sind durch den Dschungel gelaufen und haben mit Krokodilen gekämpft. Die hatten so eine Camel-Weste an und waren halt auch eher so Abenteurer. So, dann hat Camel irgendwann die Werbung komplett umgestellt. Und es waren so die ersten 3D-animierten Figuren, die es im Kino gab. Und bei uns im Kino, als dieser Werbespot lief, ist nicht gelogen, gab es Standing Ovations. Weil die Leute das so toll fanden, diese animierten Kamele, weil es wirklich was Neues und was Besonderes war. So, die haben dafür Preise gewonnen, die haben Awards eingeholt. Es gab unendlich viel Merchandise-Artikel. Die Leute wollten alle diese Kamele haben, als Stofftier auf T-Shirts, schlag mich tot. Camel hat die Werbung eingestellt, weil die Absatzzahlen nach unten gegangen sind. Die waren total erfolgreich mit ihrer Werbung, aber Absatz ist in den Keller gegangen. Und ich hatte interessanterweise den Marketingleiter in einem von meinen Seminaren sitzen und der hat zu mir gesagt, Gesa, das war wie ein Albtraum. Auf der einen Seite wurden wir gefeiert, wir wurden überall eingeladen wegen dieser tollen Werbung. Und auf der anderen Seite musste ich meinem Chef immer reporten und sagen, ja, ist wieder und wieder und wieder wurden die Zahlen schlechter. So, woran lag das? Die haben jetzt eine tolle Werbung gemacht. Die haben aber nicht mehr das Bedürfnis befriedigt, was der eigentliche Camelraucher hatte. Der wollte sich nämlich fühlen wie so ein Abenteurerheld, der auch mal mit einem Krokodil kämpfen kann. Also da ging es um Abenteuer, ging es um Stimulanz. Und auf einmal waren das so Witzfiguren irgendwie. Ne? Es war halt lustig, spaßig. Und es war aber nicht das Bedürfnis, was die Zielgruppe hatte. Deren Belohnungsareal wurde nicht mehr getriggert. Absatzzahlen gingen nach unten. So, also wir kaufen, um unbewusste Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist ja auch das, was Dan gesagt hat. Unbewusst ist hier das Schlagwort.